Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minivaro. Ja, ich würde sagen, wir gehen direkt auf den Server. Ja. In dieser Folge brauchen wir noch einen Bogen. Ne, einen Bogen haben wir schon. Aber wir könnten das theoretisch zusammen machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. So. Ja, ich hoffe, es joint uns niemand nach. Sonst. Ja, also theoretisch fehlt uns noch einmal Schärfe, also wir bräuchten Schärfe 4 Schwert, damit wir mit den anderen mithalten können. So. Ich guck mal. Das kostet 4 Level, dann haben wir eine Stärke 2 Bogen. Ja, Essen brauchen wir nicht mehr so viel. Vor diesen Creepern habe ich eher am meisten Angst. Da ist schon jemand. Wie viele Pfeile? Das geht ja noch. Okay. Ja, ich hau jetzt immer nur drauf. Und wenn sie explodieren, habe ich halt Pech. Ein bisschen ruckelt's auch gerade. Aber egal. Ist eine Höhle. Oh, das ist mega gefährlich. Wenn ich da runterfalle, bin ich so gut wie tot. Oh, das war knapp. Alter. So. So. Wieder ein scheiß Creeper. Diese Dinger, ne? Ich renne lieber weg. Aber wir brauchen ja eigentlich Flint für Pfeile. Tschüss. Tschüss. Okay. Wir brauchen. Ja, es kostet 4 Level. Eigentlich nur mal. Mobs töten und dann haben wir die Level. Das ist eigentlich das Effektivste, was wir jetzt machen können. Redstone abbauen ist jetzt irgendwie unnötig. Ja, jetzt haben wir schon die 4 Level. Wir könnten uns jetzt den Bogen machen. Leder weg, das weg. So. Hey, nur 2. Andersrum kostet nur 2. Machen wir einfach. So. Okay. Stärke 2 ist schon mal ganz nice. Dann sind wir jetzt eigentlich schon mal recht gut equipped. Ja, ich fahre jetzt halt nur noch auf die Dia-Rüstung raus. Ja, Creeper jetzt zu killen ist eigentlich das Beste. Creeper-Mobs zu killen ist jetzt eigentlich das Beste. Zumindest, weil es Nacht ist, müssen wir es jetzt noch ganz kurz ausnutzen, weil ein paar Minuten wird es jetzt auch schon wieder Tag. So. Wie viele Pfeile haben wir denn? 21, okay, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Haben wir denn noch Flint? Ja, also auch nicht mehr so viel. Okay, also wir müssen eigentlich irgendwie. Eigentlich müsste es hier mal endlich ein Nether-Portal geben. Ich muss eigentlich unbedingt in den Nether. Aber. Muss ich halt nochmal mit denen reden, dass wir es eben schnell einfügen können. Mit dem Owner. Oh, die haben mich jetzt angezündet. Danke. Okay. Frag mich nicht, warum ich das gemacht habe. Bei uns ist übrigens gerade so eine kleine, ich weiß nicht, ob man das Party nennen kann. So. Oh. Fast reingeflogen. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, wir müssten mal irgendwie so eine kleine Höhle oder Schlucht wirklich nochmal. Ich glaube, ich renne jetzt einfach in die andere Richtung. Und dann halt für Dias zu farmen, wenn jetzt noch keiner nachjoint, können wir eigentlich noch gar keinen Kampf machen. Wir könnten uns noch ein paar Eisenschwerter machen, um dann hinterher uns auf Schärfe 4 zu konzentrieren. Das ist mir nämlich eigentlich ganz gut. War hier schon jemand? Also Fackeln sind hier nicht, aber Amboss. Team Tikal.
Komm, man darf eigentlich nicht reingucken, aber ich gucke nur rein. What the fuck? Also, echt. Der ist ganz gut equipped, ne? Leute, wir können ihm auflauern. Wir können ihn echt auflauern. Wollen wir das machen? Das ist zwar mega riskant, aber wir könnten ihn einfach auflauern. Wir könnten es einfach machen. Wir können uns jetzt hier reingraben und ihn auflauern. Wenn wir Glück haben, können wir ihn dann killen. Wir sehen ja, wenn er angreifbar ist und dann direkt hinter der Ecke. Heute hat er schon die Aufnahme gemacht, das weiß ich, aber wenn er morgen drauf joint. Oder ich verabrede mich mit ihm zum Kampf und überrasche ihn dann hinterm Rücken. Ist zwar ein bisschen fies, aber das wäre doch mal was. Dann können wir vielleicht unseren ersten Kill machen. Ist zwar mega riskant, dabei könnte ich selber drauf gehen, aber wenn wir das machen, dann könnten wir ihn in der nächsten Folge oder in der übernächsten. Ja. Hier. Killen. Wir können ihn theoretisch auch alle Sachen mit wegnehmen, aber dann wird er Verrat schöpfen. Ich weiß auch gar nicht, ob man das darf. Ja, der Nether war 3 Dias, sind natürlich nice. Ach komm, wir machen uns jetzt erstmal ein Dia-Schwert. Ist zwar jetzt irgendwie unnötig, aber machen wir. Und dann vielleicht noch ein paar Goldäpfel. Wir nehmen jetzt auch noch nicht so lange auf. Deswegen, ich habe jetzt gerade gar nicht so viel gemacht, außer mit den neuen Bogen. Brauche ich theoretisch halt Äpfel. Jetzt mal den Schrott hier weg. Das wollte ich gar nicht vertauschen, ich wollte das wegschmeißen. So. Das auch weg. So, komm, jetzt machen wir uns erstmal ein Dia-Schwert. Das ist jetzt erstmal das Effektivste. Wir können uns theoretisch auch schon Dia-Schuhe machen. Wir hätten uns jetzt auch eine Dia-Hose machen können, aber es ist unnötig. Komm, Leute, wir machen uns jetzt einfach mal schon Teil einer Dia-Rüstung. Und es leckt gerade, oder? Nice, es leckt. GG. Okay, ich würde sagen Relog oder spackt mein Internet gerade? Ich glaube, mein Internet spackt gerade rum. Also hochgeladen ist mein Video, ja. Ja, GG, mein Internet spackt gerade. Also sehen wir uns nach einem ganz kurzen Cut wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja, ich bin jetzt mit dem WLAN verbunden. Ich habe jetzt ein. Und 84er Ping. Geil, ne? Okay, ich hoffe, das wird für die Aufnahme klar gehen. Danke. Wenn ich jetzt durch einen Bug sterbe, ne? Alter, schnell rausgehen. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht keine, wie heißt es, Dings, Protection hätte, wäre ich durch den Bug gestorben. Was? Ah. Es funktioniert. Aber es leckt gerade alles extrem wegen meinem scheiß Internet. Ah, jetzt, okay, jetzt geht's. So, jetzt kann ich. GG, Leute. Geil. Ich habe keine Ahnung, wie ich das im Griff bekommen soll. Ich gehe jetzt einfach mal ins andere WLAN-Netz rein. Mal gucken, ob das Ganze dann funktioniert. Ja, dann mache ich jetzt nochmal einen Cut. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Wir haben jetzt die Internetprobleme halbwegs im Griff bekommen und ich gehe wieder auf den Server. Ja, scheiße, jetzt habe ich gerade irgendwie. Ah, okay. Es geht wieder. Ja, jetzt müssen wir wieder 30 Sekunden warten. Das wird wahrscheinlich wieder von meiner Zeit abgehen, aber egal. Wollten uns das Dia-Schwert machen. Die Sachen sind nicht despawned, das ist ganz gut. Jetzt habe ich wieder normales LAN. Und ja. Okay.
Ja, dann mache ich das eben hier hin. So, und dann haben wir jetzt unser Dia-Schwert schon mal. Ja, ich würde mich sagen, wir müssen so langsam an die Dia-Rüstung rangekommen. Dann mache ich mir jetzt einfach die Schuhe. Wir müssen es langsam rantasten. Könnte man jetzt als Verschwendung sehen, aber man kann es auch nicht als Verschwendung sehen. Ja, wir haben jetzt noch 5 Minuten. Nicht gerade sehr gut, aber ja. Wir brauchen jetzt halt Level, um unser Dia-Schwert zu verzaubern. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen kann. Wir bräuchten noch Goldäpfel vielleicht und noch einen Bogenfaden. Was brauchen wir nochmal für einen Bogenfaden und. Komm, dann machen wir uns noch einen Bogen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der ging. Ging der so? Oh, scheiße. Manchmal bin ich ein wenig dumm. Ah, ich hab's falsch gemacht. So. Ein Goldapfel für den Kampf ist natürlich dann ganz nice. Wenn ich Glück habe, haben die keine Goldäpfel. Kann ja sein, dass sie nicht gerade auf die Idee kommen, jetzt Goldäpfel zu machen und das wäre dann ganz gut für uns. Ja, mit Tränken kenne ich mich übrigens gar nicht aus, wie man die braut und so. Muss ich mal gucken. Ich bin gerade zu blöd, einen Bogen zu craften. Ich glaube, das werde ich sonst nochmal suchen. Ja, ich kann ja noch mal ganz kurz googeln. Kommt jetzt ein bisschen komisch rüber. So. Bogen. Bogen, Minecraft-Wiki. Kommt jetzt mega komisch rüber, das jetzt eben eine Aufnahme zu googeln, aber gut. Okay, es lädt. Ah, sagt es doch gleich. Okay. Ich verwechsel das, wenn ich immer. So. Und das dann so. Ja. Sehr nice. Können wir das noch hier so machen? Machen wir uns noch einen Bogen. Dann können wir die später halt zusammen machen. Um dann halt noch mehr Stärke zu kriegen. Und wir müssen erstmal ein bisschen Schrott wegwerfen. Das kann weg, das kann weg. Und was ich ganz vergessen habe, ist unsere Sachen zu brennen. Komm, dann warten wir am Spawn einfach. Das ist jetzt mega risky, wenn wir jetzt einfach hier. Aber komm, wir machen es einfach. Ofen? Wir haben keinen Ofen mehr. Geil. Ich sehe keinen Ofen. Scheiße. Dann gehe ich jetzt einfach bei Ihnen in der Base und berate das ganz kurz. Und wenn wir 30 Sekunden haben, verziehe ich mich eben nach oben. Wo war denn seine Base? Ich habe schon wieder vergessen. Wo war nochmal seine Base? Das müssten wir jetzt besser mal nachschauen. Okay, Monsterjäger habe ich erzielt. Aber komm, wir verzaubern jetzt erstmal, Leute. Es gibt nichts. Außer wenn jetzt hier die Base ist. Naja, aber wir können uns hier in das Loch verziehen. Und dann mal eben verzaubern. Wupp, wupp. Geh rein. Stärke 1. Wir können leider nicht auf Level 1 verzaubern, was ich extrem schade finde. Okay, Stärke. Komm, dann machen wir das noch eben schnell zusammen. Ne, können wir ja noch gar nicht. Wir brauchen erstmal noch einen Stärkebogen. So, Stärke 1. Nice. Ich glaube nicht, dass wir es noch komplett zusammen machen können. Außer es geht. Ja, hier ist es jetzt billiger, aber brauchen für das Zusammencraften, glaube ich, 7 Level. Oder 5 Level. Ja, wir brauchen 5 Level für Stärke 3 Bau. Aber schon mal ganz nice. Dann müssen wir hier versuchen, ein bisschen Kabel zu kriegen, wegen. Ihr wisst schon. Wegen Ofen. So. Und da baue ich mir dort einfach mal eine ganz kurze Base, die ich dann abbauen werde, wenn wir ausgelockt werden. So. Workbench. Ich bin in diesen Sachen extrem langsam. Und wir werden in 30 Sekunden gekickt. Nice, können wir also diese Folge immer noch nicht machen. Wir kommen nicht voran, aber man hat ja eigentlich mega auf Zeit. Komm, das schaffen wir nicht mehr.
So. Komm, ich baue es noch ein bisschen zu. Werden jetzt spawnen eh Mobs. Ich hoffe es einfach mal nicht. Ja, egal. Müssen wir jetzt halt somit auskommen. Gut, werden jetzt gleich gekickt. Okay. You've reached your maximum time. Sehr gut. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ja, das war's. Ja, ich hoffe, in der nächsten Folge werden wir einigermaßen besser vorankommen als in dieser Folge. Aber wir konnten ja ein paar Sachen verzaubern. Ja, nächste Folge haben wir Stärke 3, Bo. Mit den Dia-Sachen weiß ich noch nicht, was ich mache. Ja, Dia-Schuhe könnte ich eigentlich schon bald verzaubern auf Schutz 1. Ja, dann bis zum nächsten Video. Ja, ciao.